Willkommen zurück, Leute, zum nächsten Teil meines Magic Arena Tutorials. Nach dem Grundtutorial gucken wir uns jetzt die Farbherausforderungen an und bauen unsere 5 Farben erstmal ein bisschen aus. Fangen heute auch mit dem Weißen an, da wir das ja auch schon im Tutorial davor gespielt haben. Und wie man hier sehen kann, mache ich mir erstmal klein, damit ihr es sehen könnt. Haben wir hier 5 Kämpfe wieder, 4 gegen die anderen Farben. Gegen ein weißes Deck spielen wir sozusagen nicht. Kein Spiegeldeck, haben im 5. Kampf dann einen PvP-Kampf gegen einen anderen Spieler und wie man hier schon sehen kann, kriegt man eine kosmetische Karte. Kosmetische Karten sehen so ein bisschen bewegt aus, ein bisschen besonders aus, sind aber sonst prinzipiell dieselbe Karte. Wie man hier sehen kann, kann man nach jedem Kampf wieder weitere Karten dazu erhalten, dann die Farbe ein bisschen ausbauen. Wir können auch das Deck hier ein bisschen bearbeiten zwischen den Kämpfen, wenn wir das möchten, und fangen heute auch mit dem Roten an. Und bei mir sind halt die Kämpfe schon alle mit einem Haken abgehakt, weil wir oder ich das schon im Vorfeld natürlich alles gespielt habe. Ich spiele das ja schon ein bisschen länger. Und genau, der 5. Kampf, den muss man noch nicht mal gewinnen, um die kosmetische Karte zu bekommen und das so gesehen diese Farbherausforderung zu bestehen. Also ist kein Zwang. Die anderen Kämpfe muss man natürlich gewinnen gegen die Bots, weil es immer noch Botkämpfe sind. Genau. Mit dem roten Deck, wie man schon hier sehen kann, das sind halt oft Kreaturen, also kleine Kreaturen, die den Gegner überrumpeln. Rot hat auch sehr viele Schadenszauber, die auf Kreaturen, Planeswalker oder auch auf Spieler wirkbar sind. Genau, würde ich sagen, starten wir jetzt mit der Runde. Ich werde auch immer ein bisschen schneller jetzt einfach weiterhin spielen, ein bisschen dynamischer und nebenbei versuchen ein bisschen das Ganze zu erklären. Der Gegner darf anfangen, man sieht, er hat wieder eine 1-1er Kreatur gespielt für einen Mana. Wenn die stirbt oder besser gesagt geblockt wird, erzeugt sie halt einen 1-1er Goblin-Spielstein, hat gleich 2 davon und greift uns natürlich an, weil wir nichts zum Blocken haben. Jetzt können wir halt erst wieder unsere erste Kreatur spielen. Ich würde halt auch genau diese zuerst spielen, weil wenn wir dann eine weitere Kreatur spielen, kriegen wir einen Lebenspunkt dazu. Ich hoffe, er kann sie uns jetzt nicht irgendwie zerstören. Und dann gibt es hier gleich in Kombination unseren Priester. Und der Priester sagt halt immer, wenn wir einen Lebenspunkt dazu erhalten, kriegt er eine 1+1 Marke. Das passt sich natürlich. Wir spielen erstmal ein drittes Mana. Er hat noch eine Verzauberung gespielt. Immer wenn er mit einer Stärke 2 oder weniger angreift, Kreatur könnte auch 0 Angriff haben, dann kriegt er den Effekt, dass er einem Spieler oder einem Planeswalker, den die Kreatur angreift, also wenn man mit mehreren spielt, sozusagen, müsste man halt auch den Spieler nehmen, den man angreift. Man kann natürlich dann unterschiedliche Gegner angreifen, sozusagen. Der Spieler oder der Planeswalker, der bekommt dann einen Schadenspunkt jeweils pro Kreatur. Das ist schon recht mächtig, wenn man halt mit sehr vielen kleinen Kreaturen gleichzeitig angreift. Wir spielen jetzt diese Kreatur und werden sehen, wir kriegen einen Lebenspunkt. Und wir kriegen einen Lebenspunkt und die Fähigkeit wird auch gleich schon ausgelöst. Die hat keine Einsatzverzögerung. Und dann haben wir einfach anstatt eine 1-1er Kreatur schon gleich eine 2-2er. Wir könnten jetzt mit der angreifen. Er würde wahrscheinlich mit beiden blocken, deswegen greifen wir noch nicht an. Eine 2-3er ohne irgendeine weitere Fähigkeit. Das ist okay. Wir haben unser 4. Mana. Wir können jetzt nochmal diesen ausspielen und das macht auch Sinn, weil wir werden es sehen. Erstmal wird es zu einer 3-3er und jetzt spielen wir noch diese Kreatur wieder aus. Und wir werden sehen, das wird 2-mal ausgelöst. Genau. Und bei dem auch nochmal 2-mal. Dann haben wir jetzt einfach schon eine 5-5er und sie war vorher einfach nur eine 1-1er Kreatur. Das kann ganz schön schnell gehen. Hat nur mit einer geblockt, kein Trampelschaden, also kriegt der Spieler auch keinen Schaden. So, 5. Mana. Die können wir noch nicht spielen, erst im nächsten Zug, aber das kann halt auch noch helfen. Wir könnten jetzt sagen, hey komm, wir lassen unsere Kreatur auf der Hand, weil dann spielen wir erst den und dann im kommenden Zug, weil wir kein Mana sonst mehr übrig haben, diese Kreatur. Können eine Karte ziehen, Lebenspunkt dazu erhalten und hier jeweils auch nochmal. Also füttern wir praktisch unsere Kreaturen hier, die beiden, immer mehr. Also überspringen wir jetzt einfach mal unsere Hauptphase, wirken nichts, greifen wieder mit diesem Priester hier an.
Er blockt auch wieder nur mit der 1-1er und dann ist er auch schon wieder dran. Wie man sehen kann, ich erwähne es doch mal, die Kreaturen werden am Ende des Zuges wieder voll geheilt. Ah ja, wieder fliegende Eile, ich konnte nicht blocken. Spielen wir jetzt erstmal unseren Kommandeur. Die beiden werden auch nochmal wieder stärker. Und der Kommandeur an sich ist jetzt keine allzu mächtige Karte, wie man sehen kann, eine 1-4er, aber der Effekt ist ganz nett, deswegen ist es auch eine Rare-Karte. So, weil die jetzt beide schon so stark sind, werde ich auch mit beiden angreifen. Er blockt nicht, er will die Kreatur nicht verlieren. Und greift jetzt mit beiden an. Krieg halt einen Schadenspunkt, ne, durch diese Verzauberung. Werde... Ich überlege, ob ich jetzt nur mit der hier blocke, weil wenn ich mit dieser blocke, hat nur eine Karte auf der Hand, volles Mana, werde ich einfach mal nicht blocken. Das sind halt nur 6 Schadenspunkte, sind wir bei 14 und wir erhalten ja auch 30 Lebenspunkte, wenn wir Kreaturen ausspielen. Also machen wir halt mal nichts. Spielen jetzt einfach nochmal diese Karten aus, also der hat definitiv jetzt verloren. Wir sehen, wie oft das Ganze hier ausgelöst wird. Zack, dürfen auch eine Karte spielen durch den Kommandeur, eine Karte ziehen. Und jetzt können wir auch den auch nochmal ausspielen. Einfach nur mal just for fun jetzt. Dass man mal sehen kann, wie stark diese Effekte eigentlich sind. So, nochmal. Das habe ich damals im Tutorial, glaube ich, genauso gemacht. Einfach das mal so ein bisschen ausgereizt im ersten Kampf. Und hier nochmal genau dasselbe. Nur, dass ich, glaube ich, nicht so viel so starke Kreaturen hatte. Wir sehen ja jetzt, zack, minus 33 Lebenspunkte. Ist, glaube ich, knapp besiegt. Ganz knapp. So, das war auch schon der erste Kampf gegen das rote Deck. War sehr unspektakulär, kann deutlich stärker sein. Das werden wir noch sehen, wenn wir es selber spielen. Weil wir spielen praktisch auch fast dieselben Decks dann und bauen das Ganze aus. So, und dann sind wir auch schon beim schwarzen Gegner. Und da hatte ich ja im letzten Tutorial auch schon mal gesagt, also... Er hat viele Kreaturen, die halt in den Friedhof einschicken können mit Todesberührung, Zerstörungszauber, spielt aber auch sehr viel mit dem Friedhof, sprich man kann auch mit Schwarz sehr viel wieder aus dem Friedhof sich zurückholen aufs Spielfeld und ja, erneut einsetzen sozusagen. Und ist auch sehr viel mit Opfern, Karten aus der Hand abwerfen, werden wir vielleicht ein bisschen noch kennenlernen, jetzt gegen den Gegner mehr, wenn wir halt selber dann das schwarze Deck spielen. Liliana Fess. Ist auch ein Planeswalker. Was Planeswalker sind, da kommen wir dann halt später nochmal im Detail drauf. Wenn wir mal einen haben. Also, beziehungsweise ich euch mal in einem weiteren Tutorial das zeigen werde. Er hat schon für einen Mana eine Ratte gespielt, wie schon meine Todesberührung. Todesberührung zerstört halt, egal wie viel Schaden diese Kreatur einer anderen zufügt, diese Kreatur als Art Gift. Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon erklärt. Da hatte der Gegner auch schon mal Todesberührung. Wir spielen wieder unseren Redner. Wieder ganz typisch. Also wenn wir jetzt blocken würden, würde unsere Kreatur sterben, seine auch. Und davon haben wir nichts. Also lassen wir den einen Schadenspunkt durchgehen. Todesberührungskreaturen haben sehr häufig nur einen Schaden. Also jedenfalls die etwas günstigeren. Drittes Mana. Gucken wir uns seine Karte an. Immer wenn eine Kreatur von mir stirbt, immer vom Gegner, kriegt er eine 1+1 Marke. Und das wollen wir natürlich vermeiden, das ist nicht so schön. Deswegen spielen wir jetzt anstatt den hier, um Lebenspunkte dazu erhalten. Ich glaube erst den, obwohl, wenn wir den ausspielen, dann den, würden wir halt gleich den doppelten Effekt haben. Ob das halt was bringt, wir probieren es einfach mal aus. Es ist halt sehr schwer jetzt die Taktik da abzuwägen, da er... die Todesberührungskarte nicht einsetzen kann zum Blocken, greifen wir einfach hier mal an. Ich nehme mal an, er wird nicht blocken, genau, die 2 Schadenspunkte durchgehen lassen. Man sieht schon, dass die Bots ein bisschen taktischer spielen, also als in dem Grundtutorial. Also, dass man sich durchaus mal ein bisschen anstrengen muss. Ich habe das nämlich auch gemerkt, ich glaube, mit irgendeiner Farbe habe ich halt in dieser Farbherausforderung sogar einen Kampf verloren. Und jetzt können wir hier auch mit beiden angreifen, keine Einsatzverzögerung mehr. Was ich nochmal nebenbei erklären wollte, sind diese 1+1 Marken oder generell Marken. Marken sind bleibend,
Sprich, wenn sie nicht entfernt werden können durch irgendwelche Effekte, Zaubersprüche oder ähnliches, bleiben die halt auf den Kreaturen. Es gibt unterschiedlichste Marken. Es gab damals in ganz alten Editionen Ladungsmarken. Das waren häufig für Artefakte. Hier gibt es zum Beispiel auch eine Erschlagmarke, Fliegendmarke, Doppelschlagmarke, Todesberührungsmarke, ganz viele verschiedene. Hier blocken wir jetzt auch mal nicht und lassen den einen Schadenspunkt einfach durch, haben ja wieder 19 Lebenspunkte. Und er hat jetzt einen fliegenden Vampir gespielt und auch bei ihm ist es immer, wenn eine Kreatur stirbt, der in diesem Zug von diesem Vampir auch Schaden zugefügt wurde, ein bisschen anders wie bei dem hier, kriegt er eine 1+1 Marke. Das sind hier zwei Vampire, wie man sehen kann. Und ich würde jetzt sagen, wir machen unsere so gesehen mit Marken gefütterte Karte noch ein bisschen stärker. Bin leider jetzt diesmal keine Kreatur ausspielen, um sie noch stärker zu machen. Greifen mit dem hier an. Mit dem würde keinen Sinn machen, dann würde er hier blocken, dann würde er eine 1+1 Marke schon kriegen und stärker werden. Und auch diese andere, weil eine Kreatur ja von mir gestorben ist. So, keine Blocks, dann kriegen wir 5 Schadenspunkte. Die können wir gerade so mit leben. Genau, und diese Marken sind halt bleibend und ja, meistens kann man da auch gute Decks mitbauen, die auch so markenbasiert sind. Also ist da echt keine Grenze gesetzt, was man alles kombinieren kann. So, spielen wir noch einen weiteren Priester. Der wird auch gleich stärker und der hier natürlich auch. Und ja, er kann nicht blocken, also er stirbt jetzt schon. Also wie man sehen kann, sind die auch noch recht simpel, die Gegner. Und wir haben ja auch schon das weiße Deck ein bisschen ausgebaut, schon ein bisschen kennengelernt. Sehen ja jetzt schon in dem Kampf davor die Stärken. Ist ganz angenehm. Also kann sehr schnell gehen. So, nächstes Blau. Und genau, Blau hat... damals gab es das so unblockbar Karten. Also Blau, muss ich sagen, eigentlich überwiegend Zaubersprüche, sehr mächtige Zaubersprüche mit Karten ziehen, Karten auf die Hand des Besitzers zurückbringen oder tappen und nicht enttappen im nächsten Enttappungssegment oder halt sehr starke große Kreaturen, die aber sehr teuer sind, wie man hier schon sehen kann, 5-5. 5 Mana, 4-4er fliegend und meistens hat Blau nicht so starke kleine Kreaturen, was Blau anfangs im Early Game sehr schwach machen kann, wenn der Gegner halt irgendwie eine Kombination zum Beispiel aus Weiß und Rot spielt oder nur Rot und den einfach überrumpelt. Aber im Late Game kann Blau extrem stark sein und nicht lang schnacken, spielen wir mal weiter. Ich bin mir jetzt auch gerade aktuell nicht sicher, ob die Karten in unser Deck gepackt wurden automatisch. Aber ich glaube schon, genau. Sehr gut. So, also sprich, wir müssen das Deck nicht selber vorab bearbeiten, damit unsere Karten dann reingepackt werden. Also sprich, wir spielen dann automatisch schon mit den Karten. Und wie man sehen kann, er hat halt, wie im Gegensatz zu den anderen Farben, noch keine Kreatur spielen können mit 2 Mana. Wir können dafür aber jetzt schon hier unseren Inquisitor spielen. Und der kann halt für 3 Mana aktiviert in jedem Zug einfach Erschlag bekommen. Das ist so gesehen auch eine aktivierte Fähigkeit, die so gesehen auch wie ein Spontanzauber gewirkt werden kann. Und wir können jetzt noch einen weiteren spielen. Man sieht jetzt auch schon mal einen Unterschied. Wir haben jetzt unsere Priester gar nicht gezogen, unsere Kleriker. Was natürlich schon das Gameplay mal wieder ganz anders macht, interessanter. Weil wir spielen ja jetzt auch, wie man sehen kann, schon mit an sich 55 Karten. Es gibt noch keinen 60, weil unser Deck ja noch nicht vollständig ist. Also da kommen ja noch ein paar Karten reingefüttert. 4. Mana. Da hat er einfach eine 2-1er Kreatur gespielt. Ich würde es auch sagen, wir greifen einfach mal mit beiden an und warten ab, was der Gegner macht. Jetzt kommt die Blockphase und wie man sehen kann, kann man diese aktivierte Fähigkeit wie ein Spontanzauber, also in jedem Zwischenzug, in jedem Gegnerzug wirken. Er blockt hiermit, theoretisch würde sie sterben. Wir tappen 3 Mana, aktivieren den Erschlag und dadurch überlebt unsere Kreatur, weil sie zuerst angreift. Genau. Aber jetzt hat er auch schon sein 5. Mana und spielt auch schon sein Luftelementar, was wir eben noch in der Übersicht vor dem Kampf gesehen haben. 5 Mana, wir können leider nichts ausspielen.
Angreifen würde auch nichts bringen. Diesmal bringt uns der Erstschlag nichts. Obwohl, wir haben hier einen Spontanzauber, taktischen Vorteil, den kennen wir schon. Sind Tutorials davor. Würde ich sagen, wir greifen... Oh, ich wollte hier auf weiter. Wir greifen einfach mal mit beiden an. Und er muss ja einen deklarieren, genau. Der will hier blocken. Dann spielen wir die als Spontanzauber. Zack. 4-4 plus Fähigkeit aktivieren. Und schon ist das Luftelementar weg. Erstschlag, man sieht, das teilt sich hier einfach in zwei Phasen. Sprich, der Erstschlag wird zuerst verrechnet und dann der nächste Schaden. Dasselbe gilt für den Doppelschlag. Doppelschlag haben wir hier. Er hat noch ein weiteres Luftelementar gespielt. Da kommen wir, glaube ich, ganz gut mit klar. Der Doppelschlag ist, sprich, der erste Schlag ist wie ein Erstschlag und danach, falls die Kreatur oder was auch immer noch leben sollte, wird der Schaden einfach ganz normal verrechnet. Sprich, dann hauen wieder beide gleichzeitig zu, aber dass Kreaturen doppelt angreifen können, ist halt schon sehr, sehr mächtig. Und das spielen wir auch. Sprich, die Kreatur spielen wir. Oh, können wir noch nicht. Gut. Man sieht, ich habe nicht richtig aufgepasst. 5 Mana, 6 Mana haben wir und wir brauchen 7. Also machen wir das Ganze nochmal. Warten ab. Er will blocken. Dann spielen wir wieder unseren Spontanzauber. Aktivieren noch die Fähigkeit. Und zerstören ihm wieder sein nächstes Luftelementar. Also, und immer wenn auch der Ceratops angreift, dann kriegen alle anderen Kreaturen, die mit ihm angreifen, Doppelschlag. Und das ist halt wirklich extrem mächtig. Deswegen spielen wir auch diesen hier, weil wir jetzt zum Beispiel, Priester würde uns nicht viel bringen, wir kriegen ja gerade aktuell keine Lebenspunkte dazu. Und diesmal greifen wir nicht an, da wir kein Mana mehr hatten, um ihm Erstschlag zu geben und keinen taktischen Vorteil vor allem. Und gucken wir uns schnell an, was er hier noch gespielt hat. Er kostet beim Wirken ein weniger, falls du eine fliegende Kreatur kontrollierst. Hat er ja gehabt durch das Luftelementar. Also 2 Mana, 2 Karten ziehen. Und das hat er gleich 2-mal gewirkt. Ist schon sehr, sehr nett. Und dann hat er einfach nochmal seine 2 Einser für Mana gewirkt. Uns angegriffen auch noch, wie man sehen kann. Wir Lebenspunkte verloren. Wir noch gezogen. Das ist natürlich auch sehr, sehr nett. Da können wir jetzt einfach durchlaufen und ich glaube auch das Spiel schon beenden. Das ist eine Hexerei. Können wir jetzt nur in der Hauptphase vor dem Angreifen wirken. Sprich, ich tappe alle Kreaturen, also noch den letzten Blocker hiervon. Und wie man sehen kann, haben jetzt alle meine Kreaturen zusätzlich noch Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges bekommen. So, wenn wir in den Angriff wechseln, jetzt auch angreifen, er kann nicht blocken. Wie wir sehen, kriegen auch noch die anderen beiden Kreaturen einfach den Doppelschlag. So, zack, zack, eine Runde. Das ist wie bei dem Erstschlag. Jetzt gehen wir auch weiter, zack, zack, zack. Und schon war's das. Diese Karte hat dann auch wieder den entscheidenden Sieg gebracht mit der Hexerei zusammen. Sehr schön, geht auf jeden Fall sehr flott. Sind noch keine 20 Minuten dabei. Und jetzt können wir auch schon die grüne Herausforderung angehen. Grün hatte ich auch schon mal erwähnt in den Tutorials davor. Sehr große, mächtige Kreaturen, wie man hier sehen kann. Schnell, um auch Mana auszuspielen. Es gibt ja viele Zaubereien, die, also Hexereien, Spontanzauber, die Mana zusätzlich aus der Bibliothek in das Spielfeld direkt oder auf die Hand bringen können. Und wie man hier sehen kann, auch Spinnen. Spinnen sind jetzt eher so die Blocker, die haben Reichweite, die können halt fliegende Kreaturen halt blocken und Wachsamkeit ist jetzt nicht so sehr speziell, das ist halt eher für das weiße Deck, genau. Hier kann ich nochmal zeigen, haben wir noch einen weiteren Kommandeur bekommen und man kann den Spitzenfechter sehen, das ist auch nur eine 1-1er Kreatur, hat aber Doppelschlag, 2 Mana, natürlich auch schon ganz nett, kann schon sehr nervig sein. Gerade am Anfang, im Early Game für 2 Mana, recht günstig. Wenn der Gegner noch nichts hat, rennt er halt immer mit 2 Schadenspunkten durch. Wie man sehen kann, dürfen die Bots auch immer anfangen. Haben diesmal 5 Mana, auch sehr solide. Und wie man sehen kann, man kann sich auch seine Starthand nicht aussuchen. Also man kann sie nicht bestätigen oder Mulligan nehmen. Das wird einem ein bisschen vorgegeben. Jetzt haben wir auch schon unseren Spitzenfechter. Wie ich eben meinte, nur eine 1-1er. Aber Doppelschlag ist halt wirklich schon sehr mächtig. Okay, er hat schon seine Spinne. Und ich meine, für 3 Mana eine 1-6er Reichweite und Wachsamkeit ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und da können wir mit unseren Spitzenfechter auch momentan noch nichts ausrichten.
Da können wir höchstens dann hier gleich, falls er uns angreifen sollte. Und er hat ja den Vorteil, er würde nicht getappt werden. Er könnte auch im nächsten Zug dann auch noch blocken von uns. Aber dadurch, dass wir hier zum Beispiel einen taktischen Vorteil haben, würden wir ihn zweimal drei Schadenspunkte zufügen und ihn dann auch zerstören. Sprich, wir spielen noch einen zweiten Spitzenfechter ausgreifen nicht an und hoffen, dass er uns angreift. Er kann ja rein theoretisch nicht wissen, dass wir so eine Karte haben. So, deklarieren wir den Blocker, bestätigen das und spielen unseren taktischen Vorteil. Dadurch, dass sie ja 2 plus 2 kriegt, stirbt sie auch Gott sei Dank nicht. Und wie man sieht, er ist ja der Blocker gewesen, die Kreatur hat von der Animation ja unsere angegriffen. So, jetzt haben wir ein viertes Mana draußen, haben noch 2 auf der Hand. Könnten jetzt auch mit beiden angreifen, was wir ja wie in der Runde schon davor gemacht haben. Er geht drauf ein, weil er will ja keine 2 Schadenspunkte bekommen. Im speziellen Fall hätte ich aus taktischen Gründen gesagt, komm, wir blocken das jetzt einfach nicht und nehmen einfach erstmal diese 4 Schadenspunkte hin. Erstschlag, danach der normale Schaden. Und wie man schon sehen kann, das ist halt momentan, also für 5 Mana so mit das Stärkste, was man spielen kann. Also geht halt sehr schnell, wenn man 5 grüne Mana hat. Also sprich, in einem mehrfarbigen Deck würde das Ganze eventuell nicht ganz so viel Sinn machen. Rein grünes ja. Hat aber sonst keine zusätzliche Fähigkeit. Aber 10-10 ist schon sehr böse. Wir haben hier unseren Pazifismus gezogen. Eine Kreaturenverzauberung, also ein Augerspruch. Diese Kreatur, wenn es angelegt ist, kann weder angreifen noch blocken. Also ja, bringt ihm seine 10-10er halt gerade herzlich wenig. So, 6. Mana, 5-3er, fluchsicher. Wie man da sehen kann, fluchsicher ist auch doch recht häufig in Gründecks vertreten. Ist praktisch geschützt vor Zaubersprüchen und Fähigkeiten. Also Hexereien, Spontanzauber, aktivierte Fähigkeiten von Kreaturen. Also diese Kreatur kann davon nicht betroffen werden. Also kann gut wie schlecht sein, also sprich wie unserem Pazifismus hier. Also auch Verzauberungen gelten darunter, könnten wir hier nicht drauf wirken. Wir könnten sie höchstens hier, können auch unsere eigenen Kreaturen mit verzaubern, wollen wir ja nicht. Oder die hier, bringt also nichts. Sprich, wir würden trotzdem jetzt mit beiden angreifen. Ich erkläre auch sofort warum. Er blockt natürlich, wir spielen unseren taktischen Vorteil auf diese Kreatur aus. 5 Schadenspunkte, die Gott sei Dank durch den Doppelschlag, den Erstschlag, genau genommen halt nicht verteilt werden auf unsere Kreaturen. Und er hat einen zweiten Gigantosaurus. Es gibt da natürlich auch eine Spezialität. Das ist eine ganz normale Kreatur, wie man im Text erkennen kann. Also in der Mitte der Karte sind Dinosaurier. Also wenn da legendäre Kreatur stehen würde, könnte er nur eine davon auf dem Spielfeld haben. Sprich, der wäre danach tot sozusagen, der würde liegen bleiben auf dem Spielfeld. Dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt für uns, also wenn wir diese auch hätten ausspielen, würde halt, glaube ich, seine sterben, unsere liegen bleiben oder umgekehrt dasselbe dann. So, spielen wir natürlich auch wieder unsere Verzauberung, damit er nichts machen kann. Den Engel brauchen wir noch nicht, weil er hat jetzt 2 10-10er Kreaturen, mit der er Gott sei Dank nichts anfangen kann. Hat nur noch 8 Lebenspunkte, 8 Mana und kann komischerweise nicht spielen. Könnte bedeuten, er hätte noch was, ein Spontanzaubern auf der Hand, wo er uns mit ärgern könnte oder auch nicht. Ich würde jetzt einfach mal die Verzauberung spielen, den Engel. Ist es halt, man könnte beides machen. Es kommt halt ganz darauf an, was der Gegner eventuell für Karten hätte. Aber dadurch, dass wir jetzt hier eine 4-4er fliegend haben und die zweimal zu hauen, würde schon mit der einen Kreatur reichen. Wir machen es aber natürlich safe und greifen mit beiden an. Wie man sehen kann, hätte der Gegner noch eine Entscheidungsmöglichkeit gehabt, dann hätte er sie auch ausgespielt. Hatte er nicht, so haben wir gewonnen. So leicht und schnell kann man schon durch die Farbtutorials kommen und auch schon die Kombination ein bisschen sehen, wie weiß funktioniert. Lebenspunkte dazu erhalten, die Kreaturen verstärken mit Marken, Wachsamkeit, Doppelschlag, Erstschlag. Sind sehr spezielle Eigenschaften von Weiß, sehr, sehr angenehm und teilweise starke, aber eher so mittelstarke bis schwache Kreaturen eher in Weiß vertreten. Und jetzt sind wir schon im 5. Kampf und würden danach den Kosmetik erhalten. Wie gesagt, man muss nicht gewinnen,
Wir spielen jetzt gleich schon die erste Runde im PvP gegen einen echten Spieler und hoffen, dass er sich auch genauso anstrengt wie wir, dass das Ganze ein bisschen spannend wird. Und wir sind auch schon bei 24 Minuten Aufnahmezeit. Sprich, also ein paar Tutorial habe ich auch ungefähr eingeplant, sollte eine halbe Stunde ein bisschen drüber gehen. Jetzt warten wir hier noch. Wenn das zu lange dauert, werde ich natürlich das Ganze ein bisschen abkürzen. Ah, jetzt reagiert der Server. Endlich. Sehr gut. Ich war schon drauf und dran, einfach ein ganz normales Duell zu nehmen. Ist mir aber eigentlich auch eingefallen, dass es halt einfach viel zu krasse Karten dann da schon gibt, weil man ja gegen einen zufälligen Spieler spielt und die nicht unbedingt mit den Standard-Decks spielen, die man halt am Anfang bekommen hat. Und wie man schon sehen kann, wir haben jetzt diesmal die Möglichkeit zu entscheiden, sind unsere Handkarten gut genug für uns oder nicht. Ich meinte schon mal, man braucht mindestens 3 Mana am Anfang, die haben wir. Sprich, wir haben auch 2 recht günstige Kreaturen, etwas zur Verteidigung, und würde ich sagen, behalten wir einfach mal unsere Handkarten. Und schauen wir mal, was der Gegner überhaupt für eine Farbe spielt. Vom Planeswalker her ist das eher so ein schwarzer vom Avatar. Aber das hat nichts zu heißen. Kann eine komplett andere Farbe sein. Er fängt auch gerade an. Sieht man, dass wir nichts machen können. Er oben geleuchtet hat. Er spielt anscheinend auch weiß. Bin ich mal gespannt. Ein kleiner Spiegelkampf, der hatte uns ja auch noch gefehlt. Oh, sogar ein weiß-schwarzes Deck. Sehr schön, schauen wir mal. Könnte interessant werden. Wir spielen erstmal unseren Priester hier. Oder Kleriker, besser gesagt, unseren Redner. Und wie man sehen kann, das ist der Kosmetik. Ich besitze ihn ja schon, deswegen könnt ihr ihn schon sehen. Das ist der, den ihr dann bekommt für diese Karte. Wenn ihr dann die Farbherausforderung abgeschlossen habt. Wie man sehen kann, für 3 Mana, ein weißes, ein Engel, 2 Zweier und immer, wenn Lebenspunkte dazu erhalten werden würden, einen obendrauf. Und ja, ab 25 Lebenspunkte aufwärts erhält halt der Engel 2 plus 2. Dann ist es plötzlich eine 4-4er. Ist schon mächtig. Aber ich würde sagen, da machen wir einfach mal Just for Fun Pazifismus drauf, er kann nicht blocken, nicht angreifen. Also bringen ihn theoretisch aus einer 25 Lebenspunkte da nicht mehr auf der Karte. Die ist halt ja auch noch fliegend. Also wir könnten noch nicht mal blocken jetzt aktuell. Wir machen jetzt einfach mal so ein bisschen Early Game technisch das Ganze hier. Hoffentlich funktioniert es auch. Schauen, was er vorhat. Also er könnte noch Mana spielen. Genau. Das ist zum Beispiel kein Standardland. Das ist ein normales Land. Und das kann er für weißes oder schwarzes Mana tappen. Und es kommt halt getappt ins Spiel. Deswegen sind es meistens keine Standardländer. Wir haben dann so gesehen eine Art Einsatzverzögerung. Und er bekommt noch einen Lebenspunkt dazu, wenn er diese Karte ausspielt. Wie man gesehen hat, hat er ja einen zusätzlichen Lebenspunkt bekommen durch seinen Engel, wenn er einen dazu erhält. Deswegen hat er auch wieder 20 Lebenspunkte. Und spielen erstmal unser Mana. Ich habe nochmal im Kopf bin ich ein bisschen durchgegangen. Es macht keinen Unterschied, wann wir welche von diesen Karten jetzt hier spielen. Über den kriegen wir jetzt einen Lebenspunkt. Dann würde diese Karte halt 1 plus 1 obendrauf kriegen mit der Marke. Aber dadurch, dass wir den ja schon gespielt haben und diese jetzt ausspielen, kriegen wir ja einen. Und hätten wir es umgekehrt gemacht, hätten wir auch nur bis zu 2 1 plus 1 Marken bekommen. Also dadurch, dass wir 4 Mana haben, konnten wir jetzt ja auch beide spielen. Haben gleich eine 3-3er. Und diese Katze zum Beispiel ist ganz nett. Wenn er jetzt noch mehrere davon hat und die kostet nur Mana, ausspielt, dann kriegt die, die schon auf dem Spielfeld liegt, wie jede andere Kreatur namens der verzauberte Streuner, eine 1 plus 1 Marke dauerhaft. Und sie hat schon Lebensverknüpfung. Also sprich, jedes Mal, wenn diese Kreatur Schaden zufügt, das hatte ich in dem Duell davor leider auch nicht mehr erklärt, bekommen wir halt für jeden Schadenspunkt einen Lebenspunkt identisch dazu. Das ist auch schon sehr mächtig. Also mit so einer Fähigkeit spiele ich auch sehr gerne. Er blockt nicht, er möchte sie nicht verlieren. Also nehme ich einfach mal an, dass er darauf hofft, dass er noch mehr davon hat, oder er hat sogar schon mehr. Werden wir eventuell gleich sehen.
Lebensverknüpfung ist auch, was häufig in weißen Decks vorkommen kann, aber tatsächlich auch in schwarzen Decks. Und er hat den Vampir, gegen den wir auch schon mal gekämpft haben. Ist eine fliegende 1-1er, aber immer wenn eine... Achso, nee, den kennen wir sogar noch nicht. Gut, die sehen sich alle so ähnlich. Ich verwechsel die auch sehr gerne, wenn sie gespielt werden. Also immer wenn ich Lebenspunkte verloren habe, dann bekommt er halt 1+1. Also in diesem Zug, sprich in jedem Zug, in meinem Zug, in seinem Zug. Also wenn er mir Schadenspunkte zufügen lässt oder Lebenspunkte verlieren lässt, dann kriegt er jedes Mal eine 1+1 Marke. Also nicht für die Lebenspunkte, sondern jedes Mal, wenn Lebenspunkte verloren werden. So, ich greife mit der an und würde auch mit beiden hier angreifen. Wir haben ja noch einen 3-3er zu blocken. Den Vampir können wir leider nicht blocken. Setzen wir ihn ein bisschen unter Druck dadurch. Weil das wären schon 9 Schadenspunkte. Ich nehme mal an, dass er doch überlegt, was zu blocken. Man muss auch immer, das habe ich jetzt gerade auch nicht gemacht, aber am Anfang, er hat halt eine Kreatur 3 Mana gespielt, hat 4, hat nur noch 1 im Petto. Da könnte nicht mehr ganz so viel kommen. Er hat zwar noch eine Möglichkeit und man sieht auch, er muss irgendwas haben. Das erkennt man sehr gut, dass das hier gestoppt ist. Und er hat hier auch nur eine begrenzte Zeit, dann würde der Zug weiterspringen. Beziehungsweise ich glaube, ich habe mich vertan, dass er was in der Hand hat. Dann würde es praktisch immer hier schon irgendwo stoppen und der Gegner wäre dran. Also sprich, das ist immer eine Phase, oder er hatte sogar noch was. Wo man merkt in dem Spiel eventuell, okay, der hat was zum Spielen. Macht das für den Anfang aber auch zum Lernen einfacher, dass man merkt, ey, die Karte könnte ich jetzt zu dem Zeitpunkt spielen. Und er hat den Engel nochmal. Ja, ist halt auch eine Uncommon, also eine nicht so häufige Karte, also auch noch keine allzu mächtige Karte. Wir haben jetzt auch wieder eine Uncommon gezogen. Jetzt haben wir halt die Möglichkeit, tappen wir all seine Kreaturen. Achso, nee, das ist die, wenn wir angegriffen werden, die würde ich jetzt auch einfach mal halten, weil dann können wir seinen Vampir überraschen. Er denkt, er kann uns angreifen mit der Fliegenden oder seinem Engel und noch stärker werden, könnten wir dann einfach 3-1-1er Geistspielsteine ins Spiel bringen mit Flugfähigkeiten und einen von seinen Kreaturen blocken. Da würde ich natürlich den Vampir präferieren. So, greifen wir einfach mal mit den beiden hier an. Das würde sich nicht lohnen. Er könnte sein, dass er immer noch einen taktischen Vorteil hat. Gucken wir mal. Mit der würde sich prinzipiell dann vielleicht auch nicht lohnen. Aber bevor wir unseren Kommandanten spielen oder Kommandeur, würde ich einfach safe gehen. Ihn auch mal ein bisschen überraschen. So, er hat praktisch seinen Streuner geopfert. Aber weil sein Streuner ja auch einen Schadenspunkt meiner Kreatur zugefügt hat, kriegt er sogar auch einen Lebenspunkt dazu. So, wir beenden unseren Zug. Er ist in seiner Hauptphase. Bin ich gespannt. Manche lassen sich natürlich gerne ein bisschen Zeit, deswegen hat man praktisch hier diese, kann man hier sehen, so gesehen links von mir, diese Zeituhren, dass man da praktisch noch einen Petto hat, genau, was jetzt hier beginnt abzulaufen, ein Zeitfenster, weil es gibt echt Spiele, die können sich sehr lange ziehen, wenn der Gegner lange überlegt oder... Leider ist es ja häufig so, dass sie dann irgendwie eine schlechte Verbindung haben oder wirklich gerade nicht vielleicht am PC sind oder am Handy, und weil das kann man ja auch über Handy spielen, und dann dauert das und dann kann sich das in Länge ziehen. Manche wollen es vielleicht sogar provozieren, dass man einfach aufgibt, könnte ich mir vorstellen, weil es sich halt einfach zieht. Und wie man halt merkt, braucht er wirklich sehr lange zum Überlegen. Das hatte ich natürlich gehofft, dass er mit beiden versucht anzugreifen. Wir spielen unseren Spontanzauber, weil wir ja angegriffen werden. Erst dann kann man den ja spielen. Er könnte noch drauf reagieren, wie man sieht. Also jetzt hätte er oder müsste er wirklich einen Spontanzauber auf der Hand haben. Den könnte hier oben drauf noch spielen.
Das ist auch sehr speziell. Die Karte mit, oder ein Effekt, der ganz oben liegt, der wird als erstes ausgelöst und alle anderen erst darunter. Sehr speziell, sehr interessant. Also kann man immer noch mal drauf reagieren, immer wieder drauf reagieren sozusagen. So, jetzt werden wir halt definitiv diesen Vampir blocken. Die Kreatur können wir aufheben, müssen wir nicht. In unserem Fall lasse ich die zwei Schadenspunkte durch. Lieber noch mal eine Kreatur im Petto mehr haben, man weiß nie, was jetzt noch kommt. Bedeutet nicht, weil wir jetzt eine 8-8er und eine 6-6er Kreatur haben, dass wir jetzt gleich in der nächsten Runde gewinnen. Auch wieder so ein bisschen Taktik, kann man aber auch anders machen. Und das macht das Ganze auch ein bisschen interessanter im PvP. Unberechenbarer. Und leider haben wir hier echt den Fall, dass der Spieler ein bisschen lange braucht. Der lässt sich halt bis zum Ende Zeit. Und er hat hier auch nochmal einen Zauber gespielt und damit hätte man halt rechnen können oder nicht. Seine Kreatur hat Unzerstörbarkeit bekommen, hätte null Leben gehabt, aber durch die Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges, wo der Schaden dann wieder geheilt wird, konnte sie nicht zerstört werden, wenn sie auch tödlichen Schaden erleidet. Und hatte halt nochmal 2 plus 0. Das hat jetzt nicht sehr viel gebracht, also um uns noch direkt als Spieler Schaden zuzufügen, weil sie keinen Trampelschaden hat. So, er hatte aber so gesehen nur noch einen Blocker und ich nehme einfach mal an, jetzt haben wir eine 9-9er, 7-7er, eine 2-2er, 1-1er, wenn man es mal zusammenzählt, sind es 10, 19 Schaden. Mal gucken, wie er blockt. Ich bin jetzt selber gerade interessant. Mal taktisch gesehen kann man natürlich nachzählen. Gewinnt man jetzt oder was macht es Sinn, mit allen anzugreifen oder nicht? Er blockt nur mit der einen, überlebt die Runde, wie man sieht, noch mit 5 Lebenspunkten. Er ist wieder dran. Dadurch, dass wir jetzt den Kommandeur haben und gleich noch den hier spielen, ziehen wir eine zusätzliche Karte und zu der normalen Karte hätten eventuell auch eine Möglichkeit, noch Mana zu ziehen. Also wir haben dann sonst noch 4 Mana übrig, um eventuell was zu wirken. Ich bin gespannt. Das ist zum Beispiel auch eine mehrfarbige Karte. Also ein weißes, ein schwarzes Mana, deswegen hat sie beide Farben. Eine 2-2er. Und immer wenn er einen anderen Kleriker spielt, unter seiner Kontrolle ist immer, also wenn ich jetzt einen Kleriker spiele, passiert halt nichts. Erhält er einen Lebenspunkt dazu. Durch die beiden Engel würde er tatsächlich sogar 3 Lebenspunkte dazu bekommen. Und immer wenn du zum ersten Mal in einem Zug Lebenspunkte dazu erhältst, auch in meinem Zug, lege eine 1 plus 1 Marke drauf. Also sprich fast hier derselbe Effekt, nur dass es halt bedeutet, dass er nur einmal im Zug Lebenspunkte dazu bekommt. So, ein Mana gezogen, wie ich es mir schon fast gedacht habe. Ich bin unseren Kleriker, bekommen Lebenspunkte dazu, die werden stärker, dürfen noch eine Karte ziehen, die werden noch stärker, spielen nochmal denselben Kleriker, den Redner, um Lebenspunkte dazu erhalten. Können noch eine Karte ziehen, kriegen noch mehr Lebenspunkte. Also dasselbe wie in der einen Runde schon zuvor. So, jetzt haben wir auch, wir haben denselben Engel in dem Deck. Und weil wir ja schon 25 Lebenspunkte haben, ist es gleich schon eine 4-4er liegend. Und wir kriegen einfach immer noch mehr Lebenspunkte. Ich will auch mal einfach das ganze Potenzial jetzt ausschöpfen. Nur damit man zur Demonstration mal zeigt, wie stark ist es denn? Wir greifen auch natürlich mit allen an. Selbstverständlich. Im Normalfall könnte er jetzt hier auch, das kann man hier oben machen, auch aufgeben. Da kann man auch Grafik, Sound, alles einstellen, klar, auch während des Spiels. Und entweder er sagt, er blockt jetzt noch irgendwas oder er gibt halt auf, wie zum Beispiel im Schach. Einfach den König umkippen. Aber ich nehme an, da er ja sowieso schon sehr lange zum Reagieren braucht, würde jetzt einfach nicht aufgeben und das Ganze einfach noch ausreizen. Ich meine, natürlich, es würde nur noch sehr wenig Karten geben, die ihn vielleicht das Leben retten könnten für eine Runde. Da gibt es zum Beispiel etwas ältere Karten, die zum Beispiel allen Kampfschaden, der in einem Zug zugefügt werden würde, von Kreaturen verhindert wird. Dann müsste er noch nicht mal mit irgendeiner Kreatur blocken.
und der ganze Schaden wäre halt weg. Und ich bin eigentlich eben davon ausgegangen, dass er nicht mehr überlebt, aber er hat meine starken Kreaturen geblockt und hat halt einfach nur, genau, er hat alle, wenn ich es jetzt richtig, ich müsste es mir im Nachgang nochmal angucken. Mit dem hat er geblockt, mit dem hat er geblockt und mit dem, genau. Er konnte mit allen blocken. Ich bin jetzt tatsächlich davon ausgegangen, dass wir schon gewonnen haben, weil ich einfach nur 15, 13 und 7 Schadenspunkte gesehen habe durch die Kreaturen. Jetzt kann er damit aber nicht blocken, weil wir wieder unseren Pazifismus haben. Und jetzt greift er nochmal mit allem an. Aber so kann man halt auch nochmal eine Runde weiterleben sozusagen. Greifen mit allen 7 Kreaturen an. Er hat jetzt praktisch, man kann auch Mana in dem Spiel, aber auch außerhalb dieses Spiels mit den richtigen Karten einfach tappen. Dann würde man einen Mana generieren und könnte es dann immer noch ausgeben bis zum Ende des Zuges. Was normalerweise jetzt keinen Sinn macht, was man sehr selten sieht. Er hat jetzt zum Beispiel nochmal einen Spontanzauber gebürgt und hat den Pazifismus zerstört, aber das war jetzt einfach nochmal auch, wollte er schauen, geht das oder geht das nicht, und wir haben sehr solide gewonnen, hatten natürlich auch immer sehr viel Glück gehabt mit den Karten jetzt speziell, das hätte halt auch genau andersrum sein können, deswegen muss das Deck nicht halt immer sehr stark sein oder sehr schwach sein, um zu gewinnen, also man kann halt auch wirklich mit den sozusagen billigsten, schwächsten Karten halt ein sehr starkes Deck bauen oder sehr viel Glück haben und dann ist es plötzlich sehr stark gegen ein Deck, was eigentlich, sagen wir mal, von den Seltenheitsgraden der Karten und der Fähigkeiten überlegen ist sozusagen, ja. Und dann würde ich auch schon sagen, haben wir jetzt das weiße Tutorial oder die Farbherausforderung hinter uns und in den nächsten Videos zeige ich euch dann einfach nochmal halt die nächsten, wir gehen noch die nächsten 4 Farben durch und dann würde ich sagen, ist das Tutorial auch erstmal im Großen und Ganzen dann so gesehen schon mal beendet. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, konntet mal wieder ein bisschen was dazulernen oder noch ein bisschen die Taktik hinter Magic oder der weißen Farbe kennenlernen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwie was noch zusätzlich sehen wollt oder ich was anderes machen soll, dann sagt mir gerne Bescheid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.